Grenzsituation ist ein Begriff, der von dem Arzt und Philosophen Karl Jaspers sehr gut beschrieben worden ist. Das sind Mauern, an die wir stoßen, an denen wir scheitern. Also der Tod, die Schuld, unsere Geschichtlichkeit, all das, was uns zum Nachdenken und zum Auseinandersetzen bringt. Also nicht die schiere Tatsache, dass wir alle mal sterben müssen. Das ist noch keine Grenzsituation. Sondern, dass wir da in eine Krise geraten, die uns weiterbringt, mit der wir uns auseinandersetzen und die dadurch auch Neues möglich macht. Wenn jemand mit einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung fertig werden muss, dann hilft ihm nicht das Lippenbekenntnis des Mitleids der anderen, sondern dieses persönliche Wachstum. Das erleben wir zum Beispiel bei Sportlern, die behindert sind und bei den Paralympics mitmachen. Die sind so weit gekommen, dass sie den Verlust umgewandelt haben in ein neues Mitspielen. Ich meine, jeder hat diese olympische Chance, nicht nur diejenigen, die bei den Paralympics auftreten. Das heißt, angesichts dieser Grenzsituation erst einmal wahrzunehmen, da komme ich nicht weiter. Das ist ein Scheitern, da ist ein Lebenstraum zerbrochen. Ich kann das nicht mehr realisieren, das bleibt ungelebt. Und dann eben zu merken, wo geht denn da wieder die Sonne auf? Ja, welcher andere Tag bricht an? Vielleicht mit einem anderen Menschen, den ich kennenlerne. In der Solidarität mit anderen. Denken Sie an die Selbsthilfegruppen, die es gibt, wo Menschen, die ganz tief in der Sucht versunken sind. Nehmen wir mal dieses Beispiel. In einer Selbsthilfegruppe für süchtige Menschen es lernen, wieder Hoffnung, wieder Wahrheit, wieder Zukunft einzuüben.